whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir eine Neuerscheinung von Johnny Walker hier auf dem Fass. Ja, lässt die schon mal zwei Johnny Walker probiert. Da gibt es eine Phalanx von neuen Flaschen, die auf uns einstürmen. Und hier den Island Green. Green kennen wir schon. Haben wir probiert, und zwar den Green Label 15 Jahre. Den gab es schon relativ lange. Wurde dann eingestellt und dann hat man gemerkt, ups, die Leute mögen den doch so, und dann haben sie ihn wieder neu rausgebracht. Ein paar Jahre Luft dazwischen. Und der neue 15-jährige Johnny Walker Green ist ein Ausdruck stärkerer, intensiverer Malt, als der damals der 15-jährige war. Ich habe alt gegen neu schön probieren können. Und jetzt kommt also dieser Island Green raus. Ja, ist ein Johnny Walker, wie man ihn kennt. Klassisch mit dem Label 43%. Es ist ein Blended Malt Scotch Whisky, also ein Blended Malt von verschiedenen Brennereien. Und damit heißt beim Malt, geht es darum, dass es 100% Malzwhisky ist. Also es ist kein Blend, so wie man kennt, aus Grain und Malzwhisky, sondern rein Malz. Bin ich echt gespannt, ob der dann auch diese richtig schöne, komplexe Note hat. Und das Island, wenn man hier hinten drauf liest, hier geht es um The Smoky Malts Blends. Ja, der Johnny Walker Sandra Green, 15 Jahre, der ist mit mindestens 4 verschiedenen Malt Whiskys, vor allem aus dem Mainland von Schottland, hergestellt. Und damit fällt er also nicht so rauchig aus, sehr, sehr dezente, zarte Rauchnote. Der ist jetzt extra, deshalb steht Island drauf, intensiver, rauchiger, kräftiger, und man hat das Alter weggelassen. Ja, auf der einen Seite, wie üblich, die Verdächtigen, Geld sparen, schnellerer Umsatz. Mhm. Auf der anderen Seite aber, je jünger ein Whisky ist, umso intensiver, ausdrucksstärker ist, und je rauchiger ein rauchiger Whisky verliert die Rauchigkeit mit dem Alter. Wenn man also hier intensiven Rauch reinbringen will, muss man ihn jünger halten. Ja, ist jetzt abzuwägen. Blended Malt, also reiner Malz-Whisky, oder irgendwo einen älteren Whisky, wie beim 15-Jährigen. Muss man als abwägen. Werden wir heute mal probieren, können wir dann einen kleinen Vergleich machen. Ja, preislich höher als die anderen angesiedelt mit 52 Euro. Ja, Rauch geht, kann man ein bisschen teurer machen. Der ist allerdings jetzt der Preis 2016, kurz nach dem Erscheinen der Flasche. Wohin er sich entwickelt, ist er überkauft, wird er teurer? Ja, das kann man nicht sagen. Mit den derzeitigen Brexit-Voraussichten und dem volatilen Pfund weiß man nie, wie der dann rauf oder runter gehen wird. Genau. Hoffentlich nicht rauf. Ja, wichtig an der Stelle ist, 1 Liter Flasche ist für den Travel Value Duty Free extra produziert worden. Und man scheint so viel zu haben, dass man in normalen Land auch verkauft. Ja, ich reise dann doch auch öfters. Ganz ehrlich, ich habe immer ein Problem mit Gewicht. Und wenn man am Connection Flight oder ich weiß es nicht, so das Zeug mitschleppen, ich würde es eigentlich nicht machen. Ich bin ich kaufe sehr gerne Mail Order, also im Internet. Und wenn man jetzt die Flasche sich ansieht, dann sieht man auch hier einen sehr schweren, dicken Boden. Also, und dann die Literflasche und den dann mitzuschleppen, ist schon so eine Sache. Ne? Das ist also heavy. Ne? Mhm. So, und dann lassen wir jetzt mal die Luft aus den Gläsern raus. Mhm. Schau dir mal die Kunde an. Ist auch relativ viel beschrieben hier. The Johnny Walker Island Green Blended Malt Scotch Whisky. We thought to create a powerful and more intense version of a famous Johnny Walker Green Label. Vor allem fruchtig. Bla 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 bla. Auch. Added prominence to Carl Iller, Island of Isla. A smoky maritime malt is balanced with a robust Highland malt, including Kleinlisch. Lighter lowland malts represented by Glenkinchy and characteristically sweet and fragrant Speyside style of Cardew. So. Also es ist eine Mischung aus dem 4 Malzbrennereien. Ja, wobei jetzt mal sagen muss, Cardew gilt als Home of the Johnny Walker, also als der Lead Malt, einer der wichtigen Malts in Johnny Walker. Das zweite ist Glenkinchy als Lowland Malt, weich trägt, soll den weichen, runden Geschmack von Johnny Walker tragen. Kleinlisch bringt jetzt mehr Küstengeschmäck heran. Kleinlisch ist ein großer Brenner, hat letztlich neue Brennblasen bekommen. Und Kalila natürlich bringt den Rauch rein, und gerade habe ich am Korken zuerst etwas die Frucht und dann leicht den Rauch gerochen.
Das ist einschicken, muss man sich also überlegen. Da kleckerst du immer, wenn die festen die Gläser so niederstehen. Mhm. Das kriegst du nicht hin. Oh, also das hat definitiv einen Aromenreiz drin. Aha. Aber schön, schön. Zusammen mit der Fruchtigkeit, ja, habe ich. Genau. Und es ist nicht so viel Rauch, dass man die Frucht nicht sofort hätte. Mhm. Also es ist nicht so der totale Stinker, aber hoppla, also richtig. Also, es kommt nicht an Kalila ran. Nein. Also da ist definitiv was anderes auch noch mit drin. Aber intensiv und für 43 Volumenprozente ein bisschen sehr intensiv und kühlend, fast scharf in der Nase. Das ist also auch eine würzige Komponente drin. Pfeffrig in der Nase. Mm, ja, so ein bisschen Pfeffer. Schwarzer Pfeffer. Ist interessant. Also, das sind so viele Geschmäcker, die für mich gar nicht mal irgendwo so zusammenpassen. Also das sowas habe ich noch nicht gerochen bis jetzt. Das ist der Vorteil von Blended Malts, weil man hier additiv Aromen von verschiedenen Brennereien zusammenbringen kann, im Gegensatz zu Single Malt Whiskys, wo man aussucht, selektiv sagt man, nimmt das Fass mit den Aromen und wählt das aus. Also hier ist eine kreative Tätigkeit von dem Johann Getränke, von Jimmy Beverage. Eine kreative Tat. Also am Geruch hat er sich auf jeden Fall schon mal verkünstelt. Der ist gut. Also der normale Green, wenn Sie den kennen mit 15 Jahren, der ist also weitaus weicher, ausbalancierter, milder. Also der zeigt hier schon die Island. Ne? Tja, ja, tschüss. Mal. Am Anfang sehr sanft. Und dann baut sich da was auf. Ne? Das zieht sich einen durch. Aber nicht sofort. Also es braucht ein bisschen. Also es ist eher so wie heftig Talisker. Ne? Mit so einer, nicht ganz so scharf, aber heftige Würze drin. Ja, ich find's sehr würzig. So. Ich würde schon fast sogar ein bisschen in Richtung Umami gehen. Aber auch mit gut Pfeffrigkeit. Was sind das noch? Also wer Umami nicht kennt, das ist der Fleischgeschmack. Also Proteingeschmack. Deftig, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Aber es ist irgendwie. Und dann kommt am Ende so eine leichte, wässrige, schale Note. Erst irgendwo. Bevor sich dann ein langer, intensiver Abgang breit macht. Also der hat so im Druck, der lässt er dann mal nach. Also mit 46%. Vielleicht muss man auch 3 trinken und dann ist der Druck schon da. Ich habe auch, wenn ich ihn in den Mund nehme, hatte ich auch so ein bisschen dieses Wässrige. Mhm. Was für mich aber auch Richtung sanft ging. Mhm. Beim zweiten Schluck habe ich jetzt auch ein bisschen ganz leicht den Chili-Catch. Aber der Pfeffer dominiert. Und wie der Rauch sich immer aufbaut. Das ist der Wahnsinn. Also da haben sie die richtigen Fässer zusammengesucht. Mhm. Ich würde aber sagen, da ist gut Kalilla drin. So. Da ist gut Kalilla drin. Aber wer da nun die Schärfe bringt, ob das spezielle Fässer sind, ich weiß es nicht, wo das herkommt, weil Kleinlisch hat so eine gewisse Würzigkeit, maritimen Charakter, Klenkinchi ist nur sehr weich und Kartu ist eigentlich auch sehr weich. Ne? Also Kalilla zeigt die Öligkeit im Hintergrund, also bleibt eigentlich nur Kleinlisch über. Ne? Mhm. Boah. Ich finde ihn gut. Also vor allem Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich jetzt sagen, stimmt auch. Vor allem, man kriegt halt auch noch einen Liter dafür. Ja, die geht nicht so schnell leer. Preis-Leistung ist jetzt schwierig zu definieren. Auf der einen Seite ist es so, sich eine Flasche für 50 Euro zu kaufen oder 50 plus, ist immer schwierig, auch wenn man einen ganzen Liter bekommt. Für Johnny Walker-Fans sicherlich. Wenn ich mir überlege, dass der 15-jährige normale Green preislich jetzt da nicht so gegen abhebt. Ich glaube, der ist sogar fast sehr ähnlich im Preis. Man kriegt aber 15 Jahre. Ne? Vielleicht ist die Schärfe hier auch noch der Jugend gewidmet. Ne? Ja, aber ich würde sagen, also wenn man irgendwo sagt, ich hätte gern was Rauchiges, ist es aber kein Zugleich von einem anderen Johnny Walker. Ja, das ist also er hebt massiv vom Johnny Walker ab. Er hebt sich schon massiv vom Johnny Walker ab. Es geht etwa in die Ecke, ich habe den Johnny Walker Black Label probiert gegen den Double Black.
Der Black Label hat 12 Jahre und der Double Black ist intensiver, zeigt aber keine Altersangabe. Und hier haben wir praktisch den Green mit 15 Jahren und den Island Green ohne Alter und drückt auch intensiv stärker drauf. Ist sicherlich dem Zeitgeist der intensiveren Whiskys geschuldet. Mhm. Ja, gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, schaut mal bei uns im Shop vorbei. Und ja, wenn Sie noch jemand anders haben, der das Video auch interessant finden würde, dann teilen Sie es doch gerne mit diesen Leuten. Vielen Dank fürs Zusehen.